So, in diesem Jahr ist leider Rocco auch nicht mit Fleischmann zusammen auf der Messe in Nürnberg. Spielwarenmesse 2024. Die Neuheiten wurden vorher schon präsentiert von Rocco. Hier mal der Katalog und mit dabei der Nightjet. Ich gehe den Katalog mal schnell mit euch durch und wir schauen uns mal die Neuheiten in H0 und H0E an. Gibt hier eine schöne Übersicht. Ganz interessant zu wissen, über 100.000 Modelle wurden seit 2017 verkauft. Los geht's hier mit den Dampflokomotiven und zwar die 638.2692. Artikelnummern gibt es 3 Stück für DC, DCC und AC. Ich nenne euch immer nur die erste Nummer, die anderen könnt ihr im Katalog nochmal nachlesen. Kessel ohne Windleitblechen, Vorbild. Gerechte Rauchkammertür, Kohlenkastenaufsatz mit hölzerner Erhöhung und im Digitalbetrieb mit schaltbaren Führerstands- und Triebwerksbeleuchtung. Das übrigens bei nahezu allen Lokomotiven von Rocco, die im Digitalbetrieb arbeiten, dann ist meistens immer das Licht mit dabei. Hier die 71393 für diese Dampflok. Noch eine Fotomontage, noch kein echtes Bild. Dann gibt es ein Viererset, passend zu der Dampflok, Nebenbahnzug. Bestellnummer ist die 62 00050 0224, der Liefertermin. Auch noch eine Fotomontage. Ein sehr schönes Modell ist hier der SNCB der Belgischen Bahn, Dampflokomotive 26 084. 2024, auch eine Fotomontage, dauert noch eine Weile, bis das Modell dann auch fertig ist. Erstmals mit PLU X16 Schnittstelle, mit feinspeichelnden Rädern aus Metall, Treib- und Kupplungsstangen aus Feingussmetall. 70 0043 für DC, diese schöne Dampflok. Auch was Schönes hier, die 375002 der CSD, Dampflokfahrwerk mit NEM, Feinscale-Metall, Speichenrädern, Tenderradsätze mit größeren Spurkranzhöhe und passendes Wagenset folgt sogleich. Gibt es als DC und DCC-Variante auch sehr schönes Modell. Jetzt haben wir hier die Wagensets dazu, Schnellzugwagenset, übrigens Epoche 3 bis 4. Gibt auch ein Zweierset von den Wagen. Oben ist die 62 00036 oder die 37 am Ende für das Zweierset. Sehr schön passend zu der Dampflok. Hier ist eine Dampflok T3, sehr schönes kleines Modell. 1550 Stück wurden früher von 1882 bis 1910 gebaut. Sehr schönes Modell. Gibt es als DC, DCC-Variante 22024, die 70035. Und passend dazu schönes Güterzugset, darunter als Vierer-Set. Schöner Gepäckwagen und offene Güterwagen. Und da was für Eisentransport 66 00073. Weiter geht's. Auch wieder eine schöne Neuheit. Dampflokomotive 85002 12024. Auch noch eine Fotomontage. Wir lassen uns überraschen. Spätestens Intermodellbau 2024. Da werde ich sicher einige Modelle dann live sehen. 73110 DC. Die Artikelnummer. Weiter geht's mit der 038509-6 der Deutschen Bahn Epoche 4. 71379. Sehr schönes Modell. Und was ich schon sagte, Digitalbetrieb, dann auch mit schaltbaren Führerstands- und Triebwerksbeleuchtung. Darunter haben wir die 023038-3, vierte Epoche. Auch ein sehr schönes Modell,
aber auch noch eine Fotomontage. Weiter geht's jetzt hier mit einem Umbauwagenset zweiteilig. Die mittlere Achse ist seitenverschiebbar. Na klar, um besser durch die Kurven zu gehen. Passend zu den beiden Dampfloks, die es gerade hier zu sehen gab, Deutsche Bahn. Darunter noch ein zweites Umbauwagenset mit, ihr seht es hier, da könnte sogar ein Gepäckwagen sein, hier fehlt die Tür. Also hier ist kein Fenster drin, wie hier oben in der Variante, und dann ist auch die Beschriftung eine andere. 62.00039 unten und die 62.00038 ist die obere Variante. Weiter geht es mit einer weiteren Dampflok der Deutschen Bahn, Epoche 4, kommt auch erst Ende des Jahres raus mit Kabinentender und mit Witte Windleitblechen. 051494-3, Artikelnummer 71.00010. Die 18201 der Deutschen Reichsbahn. Hier noch Bilder und hier eine Fotomontage, ja, in dem grünen Anstrich mit den weißen Streifen, mit den Details hier, mit Kurbelstangen. Sieht doch schon mal ganz schick aus. Erstmals jetzt mit der PLU X16 Schnittstelle und LED-Beleuchtung. Kommt Ende des Jahres 04/2024, die 71.00006. So, hier ein paar Details. Kohletender von oben. Nachbildung des Kohletenders auf der rechten Seite. Schornstein ohne Rand. Sehr schön. Dann kommen wir weiter zur nächsten Neuheit, die 64-1455-1. Ausführung mit genieteten Wasserkästen. Freistehende Leitungen am Kessel. Nachlaufradsatz mit Scheibenrädern. Hier unten Scheibenräder. Beheimatet in Magdeburg-Salzwedel. 3-2024, die 71-0009. Dann die 52-81-19-1, Deutsche Reichsbahn Epoche 5, wie die vorhergehende 2-2024, die 71-0004. Auch erstmals mit PLU X16 Schnittstelle mit braunem Fahrwerk. Da in der DDR die Farbe der Rote nicht immer vorrätig war. Beheimatung in Halle und Engelsdorf. Dann kommt ein Traditionszug der Zwickauer. Hier die Dampflokomotive 50849. Beheimatung war in Dresden und Klauchau. 71.00011, Epoche 4/4/2024. Und passend dazu gibt es zwei Wagensets, einmal ein vierteiliges Set Zwickauer Traditionszug. Oben die 62.00056 und darunter eine Alternativvariante, die ihr nutzen könnt. Auch Epoche 4, die 62.00057 mit einem Metropa Speisewagen in Rot. Also ein anderes alternatives Set. Dann haben wir hier die 230F607 der französischen Staatsbahn Epoche 3. Kommt auch 4/2024 mit kurzen Schornstein, Nietentender und Wagner Windleitblechen. 71385 in DC. Und dazu passend ein vierteiliges Personenwagen-Set mit Personenwagen und Gepäckwagen. Passt sehr gut dazu, die 62.00055. Dann kommen wir hier nach Italien, die Serie 999, 2/2024 kommt die raus, Epoche 3, 71.0003. Dann kommen wir Typ 2, PKP, hier mit schönen Details, Lampen nach polnischem Vorbild, Rauchkammertüren, flache Ausführung,
Schütte unter der Rauchkammer, Tür, Sicherheitsventile, also sehr schön. Und hier Bahnräumer mit gerundeten Räumblechen. Dampflokomotive Typ 2. Ist das nicht eigentlich Typ 2? Ne, Typ 2. Nicht schlecht, TY2. Epoche 3 bis 4. Auch sehr schön. Und passend dazu gibt es ein Personenwagen-Set. 32024 kommt der raus. 62000058. Betriebszustand 1972. Passend zu der Dampflok. Dann haben wir ein zweites Wagenset, diesmal Güterzugset, vierteilig, passend auch zu der TY2 Dampflok. Das ist die 66000101. Alles im aktuellen Katalog zu sehen. Jetzt kommen wir zu den E-Lokomotiven, die 104606 der ÖBB, vierte Epoche, 75000054 für DC und 2024 Variante mit Flansch-Logo, Klebeziffern ohne Computernummern, freier Durchblick durch den Gepäckraum, auch sehr schön. Und natürlich im Digitalbetrieb, genauso wie bei den Dampfloks, gibt es hier auch die Möglichkeit mit schaltbarem Standlicht, einzeln schaltbaren Spitzen- und Schlusslicht, Führer, Stands- und Gepäckraumbeleuchtung. Gilt halt für alle, die im Digitalbetrieb fahren. Elektrolokomotive 1670.02 der ÖBB. Sehr schöne Details. Ausführung mit langem Dach und gummigefasste Fenster. 02/2024, die 75000047. Dann kommen wir zum Chaffa Express der ÖBB. Elektrolokomotive 1042.645. Auch sehr schönes Modell. Variante mit gekrümmten Eckfenstern. Hier sieht man das ganz gut an den Ecken. 1.2024, die 75.00023. Dann passend dazu gibt es zwei Wagensets. Einmal ein vierteiliges mit dem Speisewagen. Sollte der hier sein. Und dann haben wir hier noch drei Personenwagen. Die 62.00026 und hier unten nochmal auch wieder ein Wagenset, nur diesmal mit drei Wagen und ein Grünwagen, zwei in der beige-roten Lackierung, die 62.00027. Dann geht es weiter mit der 10.43.002-3 der ÖBB. Eine Elektrolokomotive 4/2024 mit der 75000072 DC. Ausführung im letzten Betriebszustand um 1999. Obere Zierleiste nur über den Fahrerständen. Hier sieht man ganz gut. Dann haben wir die 1144.4. 3/2024, die 75.00044, Umsetzung im aktuellen Betriebszustand als Retro-Lokomotive. Hier. Hier, also zum Vergleich, wieder eine ganz andere Variante, Epoche 6 übrigens. Dann auch Epoche 6, Elektrolokomotive 12/16/227-9 der ÖBB. Aufwendige Dachgestaltung mit vier Stromabnehmern, Einsatz im internationalen Personen- und Güterverkehr. Die 75.00032. Hier die 1142613-9 mit einer coolen Beschriftung drauf, also mit coolen Aufklebern hier. Die 75.00042. Dann kommen wir hier zum Nightjet, die 1116195-9. Sehr schöne Nightjet-Lackierung von dieser Lok. 04/2024, die 70.495. Hier sieht man mal ein paar coole Details.
von dem ganzen Nightshade hier, Nachbildung aller Übergangsleitungen, stimmische Umsetzung der Details, hier Drehgestelle, sehr schön nachgebaut, Drehgestellblenden, Schürze, also haben sie wirklich sehr schön gemacht und hier sehen wir das siebenteilige Set Nightjet. Der ÖBB, die 55000404-04-2024-Epoche 6. Aufwendiger, vorbildgerechte Innenausstattung, mehrteilige Ausführung der Schlafabteiler, stromführende Kupplung zwischen allen Wagen und auch mit Fernlicht und Führerstandsbeleuchtung sowie beleuchteten Zugzielanzeigen. Jetzt kommen wir zu schicken Lokomotiven. Das ist die 193-280-5 exklusiv für Rocco Green Train LTE Epoche 6 1/2024, die 71924. Sehr schönes Modell. Dann kommt hier dann nachgleich die 75000034-1/2024. Beide Seitenwänden sieht man hier ganz gut im Bild, sind unterschiedlich gestaltet in der Bedruckung mit dem Wood Design. Muss man wirklich drauf achten. RABE 502, der SBB. Komplexe Nachbildung des Dachbereichs, filigrane Gravur, der Luftergitter. Dann natürlich die markante Front sieht man hier. Nachbildung der Scheinwerfer, auch sehr schön gelöst. Hier Fernverkehrsdoppelstockzug RABE 502, achteilig, der SBB. Stromführende Kupplung zwischen allen Wagen. 77000007-02-2025. Also das dauert noch, bis wir den hier in den Händen halten können. Dann kommen wir zur RE4-42-11-131. Der SBB 03-2024-75000027DC Epoche 4 mit chrom geprägten Anschriften und Ziffern und klar auch wieder mit den schaltbaren Lichtfunktionen. Dann haben wir hier die 11127 hier in der roten Optik. Artikel Nummer 75000183. Dann Nendatz, die 460789 hier. Aufwendige Bedruckung sieht man. Mit unterschiedlicher, ihr seht es hier, unterschiedliche Seitengestaltung. Also einmal hat man diese auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite. Also sehr schön zwei bedruckte Lokomotive. Die 75000090042024 Epoche 6. Sehr schön. Auch sehr schöne E-Lokomotiven, die ES64U2-100 oben im Hapag, mit dem Hapag-Design. Die 75000070 und darunter Ralfin-Design, die 75000354-2023 und ihr seht auf der anderen Seite ein anderes Design, also auch wieder zwei verschiedene Drucker auf den Seiten. Also ein sehr schönes Sonderdesign hier bei der 186-909-4 Night Piazza. So gehen wir weiter. Goldpiercer jetzt hier im Bild. Die 193-110-4, Artikel Nummer 75000038-2024. Taufname Zugersee. Das war ein Sonderdesign anlässlich der 300. Lokomotive. Sehr schön hier. Und darunter haben wir die RE620-0869 im Cargo-Design. Version mit
außermittischen Wappen hoch. Dorf. Bestellnummer 7500033, Epoche 6.4.2024. Dann kommen wir hier zur Cesalpino. Epoche 5.05.00031. Auch ein schönes Modell. Passend dazu gibt es hier zwei Wagensets. Einmal dreiteilig und nochmal dreiteilig mit leichten Unterschieden. Also muss man schon ganz genau hinschauen. Oben haben wir die Artikelnummer 6200032 und unten 33 am Ende. Dann kommen wir hier zur BLS. Die 420501-9, erste Bauserie der RE4-4-2. Artikelnummer ist die 7500028. Darunter haben wir die 4850129. Artikelnummer 70336. Epoche 6. Ausführungen im aktuellen Alpinisten-Design. Stromabnehmer mit innovativer Befestigung. Dann sehen wir hier ein Zweierset von Elektrolokomotiven 42173-3 und der 421381-5. Beide natürlich vollwertig ausgestattet mit CH und D Stromabnehmern mit innovativer Befestigung. So, unterschiedliche Farbe der Dachleitungen. Artikelnummer ist die 7500045. Dann haben wir hier die Elektrolokomotive 1216903-5 im Nayubrit-Design. Nicht schlecht. Aufwendiger Dachgarten mit 4 Stromabnehmern und natürlich feine Details. Darunter haben wir ein passendes Wagenset dazu. Dreiteilig Eurofima-Wagen besser gesagt, die 62002, alles Epoche 6. Und hier sieht man mal schönes Design dabei. Dann haben wir die E469.1 der GSD. Da haben wir bis jetzt bloß dieses Bild. Da muss noch ein Modell gemacht werden, wie bei vielen anderen. Da haben wir ja teils nur Fotomontagen. Kommt erst 04/2024, die 7500082. Dann geht es hier weiter. 383006-4, der CD Cargo. Auch wieder sehr schöne, aufwendige Bedruckung. Freistehende Griffstangen teilweise aus Metall und im internationalen Güterverkehr im Einsatz. 7500041/2024. Die BR144 der Deutschen Bahn. Da haben wir auch jetzt nur eine Fotomontage. Werden wir uns überraschen lassen, wenn das kommt. Freilassing Edition übrigens. Also da drauf achten. 7500078 ist die Artikelnummer. Hier sieht man mal ein paar schöne Details. Wir werden sehen, wenn das Modell dann auf den Markt kommt, wie es dann wirklich aussieht. So, dann haben wir die 151094-0 und 151117-9, ein zweiteiliges Set von Elektrolokomotiven. Klar, vollwertig ausgestattet und passend zu 77030 und 031 zu dem Wagensets. Artikelnummer 7407. Und hier haben wir zum Beispiel ein Wagenset dazu. Die 30, genau, mit diesem Selbstentladewagen für den Erztransport. So, ein zweites Set sind hier die Erzwagen. Die kann man alternativ dafür nutzen. 77031, die Artikelnummer. Der Unterschied sind die geänderten Betriebsnummern im Gegensatz zu diesem Set.
Bloß, dass er da den Unterschied gleich mal erfahrt. Hier haben wir die 103002-2 Epoche 4 Vorsehenausführung mit Scherenstromabnehmern. Betriebszustand bis 1976, 3024, Artikelnummer 75000064. Dann haben wir dazu ein passendes Wagenset, Hispania Express D377. Artikelnummer 62000051. Und dann gibt es noch ein zweites Wagenset, D377, Hispania Express, die 62000052. Auch nicht schlecht. Mal hier im Vergleich. Ja. Muss man sehen, was man am Ende machen möchte. Dann haben wir noch das dritte Set. Auch unterschiedliche Farbgebung von jedem Wagen hier, die 62000053 als Bestellnummer. Weiter geht es jetzt hier zur 110504-8 der Deutschen Bahn AG. Beige-rote Lackierung im DB-AG, mit dem DB-AG-Logo. Die 75000017-124 Epoche 5. Dann haben wir ein Nahverkehrswagenset, dreiteilig. Deutsche Bahn AG, zweite Klasse, 62000034. Dann haben wir noch ein zweites Set als Nahverkehrswagen. Etwas anders, wie ihr seht, von der Gestaltung her. 62000035. Das sind Wagen im Zustand der Ende der 90er Jahre, wie schon zuvor. Jetzt kommen wir hier weiter zu Elektrolokomotiven, die 141278-2 Deutsche Bahn. Erstmals mit Mehrfachdüsenlüftungsgittern, geätzte Laufstege und Scheibenwischer, die 75000056 hier oben und hier unten. Stromabnehmer mit innovativer Befestigung hier bei dieser Lok, die 180004-4, Artikelnummer 75000052. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Hier kommt ein Überraschungsmodell. Ja, ganz exklusiv bei Rocco. Lassen wir uns überraschen, die BR101. Hier gibt es halt nur ja, dieses Bild mit dem blauen Stoff drüber. Lasst euch überraschen, wird im Herbst erhältlich sein. Dann haben wir hier die 185389-4 Elektrolok mit dem CO2-Design, CO2-frei-Design hier auf der Seite. 75000015 Artikelnummer. Die 155138-1 Railpole mit den eckigen Puffern vorne gut zu sehen und hier mit dem Logo und dem grau-blauen Design. Sein, die 70468. Darunter EBS-Serie, auch mit einem coolen hier Logo drauf, auf der Lok und mit dem schwarz-weiß-roten Design, die 75000059. Schauen wir eine Seite weiter, 193818-2, die Vectron-Ausführung als Siemens-Werbe. Träger. Hier die 75000040 Epoche 6. Darunter auch wieder ein bedrucktes Modell von Rocco exklusiv. Hier auch sehr schönes Design. Da, ich glaube, das sind viele, viele, viele Pferde, die hier da zu sehen sind. Handgezeichnete Silhouetten von Pferden. 70064 ist die Artikelnummer für DC224. Dann haben wir hier ein ganz schlichtes Design, aber auch vorne mit diesen drei Punkten und vorne nochmal rot, also Kästchen, nicht Punkte, und mit dem grauen Bärchen, mit dem grauen Design hier. Artikelnummer 75000057 ist das. Und darunter hier
Zweifarbiger Schienenräumer. Ja, auch nicht schlecht, das Design. Auch mal was ganz anderes. Locomotion D 186 44 4-6 75 00074. Metrans 386-12-. Also 386-012-9. Epoche 6, Artikel Nummer 75-00016. Und die 193-402-5, Epoche 6, 75-00039. Ja, auch hier Einsatz im internationalen Güterverkehr. Auch nicht schlecht hier. Dann haben wir hier der französischen Staatsbahn, Epoche 4, BB 9338 hier. Schönes Stück. Es wurden übrigens nur 68 bis 69, 40 Stück gekauft, dieser Lok. 75.0046, Artikelnummer. Darunter haben wir die BB 7290, Epoche 4 bis 5, 75.00043 ist die Artikelnummer. Dann kommen wir weiter zur 185552-7 mit einer coolen Beklebung für den Nightjet-Verkehr der französischen Staatsbahn. Epoche 6, 75.00053. Dann hier ein Modell der E656.009. Artikel Nummer 75.0058. Habe ich eine 0 vergessen? Glaube ja. Hier, Ausführung mit horizontalen Stoßdämpfern, Stromabnehmer, FS Typ 52 mit gebogenem Schleifstück. Dann haben wir hier auch eine Elektrolok, die E412013 im Meritalia, Rail mit PLUX 220 Schnittstellen. 70464, Artikelnummer. Dann kommen wir weiter hier. Zwei schöne Designs. Die RC4 1190 der schwedischen Bahn, die 75.00008. Und weiter unten hier auch ein sehr schönes Exklusivdesign. Rail Experts, Epoche 6, 75.00089-4-2024. Das ist auch was Schönes, die 1207 Epoche 3 der niederländischen Staatsbahn, die 75.00051 und dazu ein Reisezugwagen Plan DZ4 teilig, die 62.00049. Nicht schlecht. Dann Elektrotriebzug Plan V466, der Karel, sehr schönes Design. Epoche 6, 77.00009. Dann haben wir Relogix, schöne Lok, die 1619, 75.00068. Mit Signalhungkasten, Ausführung ohne Klimaanlage. Ob ich das merke, weiß ich nicht. Also, ja, nicht schlecht. Na gut, da fehlt wahrscheinlich hier ein Teil. So, hier nochmal der De Karel, hier haben wir die EU 46523 der polnischen Bahn, der Cargo, also für den internationalen Verkehr. Schönes Design, wenn man jetzt auf die Farben steht mit dem Grün und dem Blau und der Aufschrift hier drauf. 757 ist die Artikelnummer. Hier haben wir die Elektrolokomotiven RM als Zweierset der schwedischen Bahn. Das ist die 75.00048. Hier mal ein paar Details dazu. Zusätzliche Dachlüfter, Stirnfenster, gummiert, separat angesetzte Spiegel, Radsetzer, Front. Nicht schlecht. Jetzt haben wir ein Viererset Erzwagen. Zwei verschiedene. Unterschiedliche Betriebsnummern, wie es aussieht. Einmal die 660068 und die 69 auf der rechten Seite. Epoche 4.
Dann Elektrolokomotive 193 580-8. Epoche 6 mit einem schönen Design 7500063 als Artikelnummer. Dann kommen wir zu den Diesellokomotiven. Da haben wir hier die 2043.33, der ÖBB 7300038 mit roten Rädern. Danach auch wieder ÖBB 2062.0007-6, die 7331 mit dritten Spitzlicht und Verschubfunkantenne. Dann haben wir hier Adria Transport Beschriftung, auch mal eine ganz andere Lackierung drauf, die 2016921-6, Epoche 6, die 7300037, ja, für den internationalen Güterverkehr, diese Lokomotive 752068-7, der GSD 7300026, sehr schöne Farbe, muss man halt drauf stehen, ja, weiß gar nicht, Epoche 4 bis 5 ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Darunter die T478-1184, auch der GSD. Ausführung der dritten Bauserie mit gesickten Seitenwänden bis zur Dachkante. 7300028 ist die Artikelnummer. Die T679.1 der CSD, Epoche 4. Erstmals vollständige Bremsluftleitungen mit vollständig ausgebildeten Luftbehältern. Sehr gute Nachbildung der Drehgestelle hier an dem Modell 7300040. Darunter die RH742, Artikelnummer 7300014 mit freiem Führerhausdurchblick. Dann haben wir diese Triebwagen M152-0262 mit Beiwagen. Artikelnummer 7700010. Und noch eine Diesellok, die 750276-0 der Tschechischen Staatsbahn. 7300034, Epoche 5. Hier haben wir den Seitenwagen. Hier haben wir jetzt den Dieseltriebwagen und hier mit dem Seitenwagen dazu. Dann hier ein Dieseltriebwagen 841205-6 der Epoche 6. Ja, glaube, brauchen wir gar nichts dazu sagen, dass das ideal für Nebenbahnen ist. 7700003 Artikelnummer. Die Diesellokomotive RH742 hatte ich glaube schon mal gesehen hier als Cargo von der tschechoslowakischen Staatsbahn Cargo. Hier in der blauen Ausführung die 7300004, Epoche 6. Das haut doch mal rein, das Modell. Ja, in fast schwarz die D311.01, Epoche 2. 7013 DC Ausführung, Rahmenblenden mit je 8 Sandkästen. Doppellok, gebildet aus zwei fix miteinander gekuppelten Einheiten. Vollwertig mit Motor und Sounddecoder sind die ausgestattet. Mit Verdunklungslampen, Digitalversionen mit motorisch angetriebenen Ventilatoren. Sehr interessantes Modell. Hier auch im Prinzip, wenn man drauf guckt, das gleiche, nur in der grünen Variante, die 7017. Epoche 3 Ausführung mit Dachaufbau. Vergleichen wir die beiden mal. Hier mit Dachaufbau und hier oben fehlt der Dachaufbau. Sehr interessante Sachen. Die BR120 der DR. Hier mit schönen Details. Authentisch mehrfache Nachbildung des Maschinenraums. Hier Bremszylinder, Nachbildung der Bremsluftleitungen.
Und hier haben wir das Modell, die 71778. Kommen wir zur V100 144 der Deutschen Reichsbahn. Erstmals mit Glocke am Vorbau. Beheimatet Betriebswerk Erfurt, die 73000 33. Und darunter findet ihr die 118 514-9 der DR Epoche 4. Genau davor war es die 3, Epoche 3, die 73000 32 Reservelok für DDR Regierungszug. Nicht schlecht. Dann haben wir die 132 146-2 Epoche 4, 73000 37 der Deutschen Reichsbahn. Hier sehen wir der Deutschen Bundesbahn den Dieseltriebzug 628409-5, die 77000 5. Epoche 4 bis 5. Jetzt haben wir hier einen Dieseltriebwagen VT 121, Epoche 6. Variante mit Mittelpufferkupplung und aufwendig gestalteten Innenraum. Und also mit dem Innenraum in drinne. 70188, Artikelnummer. Hier haben wir hier den Dieseltriebzug und hier sehen wir das rechte Ende dazu. Dann haben wir hier den Dieseltriebwagen BR 650, Epoche 6, 70184. Mal ein schönes O-Deck-Design dazu. Dann haben wir die 218 341-6 als Diesellokomotive der Deutschen Bahn AG. Die 73000 35 und darunter die 218 435-6 der Deutschen Bahn AG 73000 44. Von Rail Adventure gibt es diese Diesellokomotive 216 902-5 Rail Adventure. Hier das Original hat ja diesen Aufschrift und diese Lackierung dazu. 73000 36. Darunter Dieseltriebwagen BR 650, Epoche 6, 77000 06. Dann der französischen Staatsbahn, die A1AA1A68050, Artikelnummer 70460, mit PLU X22, Schnittstelle und LED-Beleuchtung. Schnellzugwagen erste Klasse haben wir hier der französischen Bahn, Epoche 4, 62004. Jetzt danach der zweiten Klasse und darunter Schnellzugwagen erste und zweite Klasse mit Gepäckwagenanteil 62008 und die 62005 6 und 7 für die erste Klasse. Nur halt dann andere Betriebsnummern. Dann eine CC72130, eine Diesellokomotive der französischen Staatsbahn, N Voyage. Beschriftung drauf, sehr schön. Sieht auch mal anders aus. Ne? Auch so dieses Design, ne? Vorne, wenn man so diese Front und das Heck ansieht, auch verschiedene Farben, die 73000 27. Dann die M62127, Museumsausführung, die 73000 29. Dann passend zu der Diesellokomotive gibt es hier dieses Schnellzugwagen-Set. Historische Museumswagen sind das. Passt da wirklich sehr gut zu der Diesellokomotive. Dann haben wir hier Digital-Eisenbahn-Drehkran der EDK 750. Kranhaken über Mehrfachseilroller heben und senken. Schaltbare Außenbeleuchtung, genauso wie die Arbeitsleuchte. Stützausleger mit verladenen Sockeln, Onboard Digital Decoder, die 73 1067.
Dann Metrans, die 761-102-3, die Metrans, auch eine sehr schöne Lokomotive, wie ihr seht, sehr schön umgesetzt im Jubiläumsdesign. Bestellnummer 7300049. Dann haben wir hier die 742386. Artikelnummer 7300017. Die 2415 der Niederländischen Bahn in grau-blauer Farbgebung 7300007. Und darunter ist auch mal was Interessantes hier, die, gerade weil hier oben noch was drauf ist, die 265 auch der Niederländischen Staatsbahn in Epoche 4 72014. Motorvorbau und Getriebeblock aus Zinkdruckguss. Und das Ganze ist hier mit einem Kran. Auch mal interessant. Dann gibt es hier Z21 Digitalsets. Hier die Startsets mit der BR211 mit Kranzug. Seht ihr hier, Kranzug, Bauwagen dran. Dabei ist hier in diesen Sets ein Z21 Start, ein Z21 Multimaus und das Stecknetzteil und je nachdem die Gleise dazu. Na, Bestellnummer ist hier die 51104. Hier haben wir diese Lokomotive RH22016 mit Schnellzug als Set, die 51105. Hier geht es in die analoge Schiene rein. Ja, hier haben wir Digital-Set gehabt, hier haben wir jetzt ein Analog-Set als Weihnachtszug. Auch nicht schlecht. Das ist so ein schöner, guter Einstieg und klar, Schienen sind natürlich auch dabei. Die 51000003. Und passend dazu gibt es einen Weihnachtszug hier mit zwei Hängern, also einem offenen Wagen und einem Personenwagen. Und genauso gibt es natürlich hier gerades Gleis. Hier 62300001 ist das Wagen-Set. Dann gibt es hier noch Zugbildungen, die hier abgebildet sind. Und dann kommen wir hier zu dem Personenwagen, vierteiliges Set IC 515 Hahnenkamp, Artikelnummer 74047. Für den Steuerwagen hier oben gilt erstmals mit LED Spitzenlicht. Ah, sieht schon cool aus. Dann Nahverkehrswagen zweite Klasse der ÖBB City Shuttle. 74348 als Artikelnummer. Dann geht es hier weiter. Steuerwagen zweite Klasse für EW-4 Pendelzüge Epoche 6, Artikelnummer 74478. Hier Personenwagen erste Klasse dafür, 74474 und 5, unterschiedliche Betriebsnummern. Hier haben wir die 74476 zweite Klasse und hier nochmal ein anderer zweite Klasse Personenwagen bzw. Reisezugwagen. Städte Express der DR mit schönen Details, freistehende Griffstangen zum Beispiel, Wagen mit geänderten Türen und Türfenstern, durchgehende Regenrinne, also schöne Details hier. Schnellzugwagen erste Klasse, der DR 62004142 oder eben hier der zweiten Klasse gibt es die 62000043 oder 44. Übrigens Form neue Trägesteller der Baureihe Görlitz 5 modifiziert. Dann gibt es hier dreiteilige Personenzug-Sets, passend zur BR38D der DR. Hier einmal mit gedeckten Güterwagen und zwei Personenwagen und hier mit
2-Personen-Wagen und das sollte hier ein Gepäckwagen sein. So, dann haben wir hier 2, also Doppelstockwagen der Deutschen Bahn AG, die 62.00.066. Mit schönen Details hier. Und hier einer anderen Farbgebung. Der Alex 62.00.103 Doppelstockwagen. Und darunter haben wir eine Elektrolokomotive ME-146-2 Metronom 75.00.37 mit der Aufschrift drauf und dem Design. Darunter Doppelstockwagen. Hier auch nur eine Fotomontage. Metronom 62.10.105. Da bin ich auch mal gespannt, wenn die auf den Markt kommen. Zweiteiliges Doppelstockwagen-Set Metronom 62.00.106. Alles Epoche 6 und hier Doppelstockwagen 62.00.107. IC-Steuerwagen IC-2310 der Deutschen Bahn mit aktueller Beschriftung 62.10.001 als Artikelnummer mit schönen Details, sogar mit angesetzten WLAN-Antennen, Fahrradständer, freistehend nachgebildet, freistehender Scheibenwischer, Bufferpole, Bohle, Bestückung der Drehgestelle, ausgeführliche hier Gravuren, nicht schlecht. Der IC-2310 Dreier-Set, die Wagen 62.00.019 und genauso gibt es hier jetzt noch ein Vierer-Set des IC-2310, die 62.00.020. Dann haben wir hier ein Personenwagen-Set der Polnischen Bahn, dritte Epoche, die 62.00.059. Speisewagen mit gelbem Wars-Logo hier. Epoche 4 bis 5, dann folgt hier ein Schlafwagen für den internationalen Nachtzugverkehr 62.00.061 und 62.002 und die 0 war der Speisewagen und hier ist es jetzt der Schlafwagen mit der 62 am Ende, Epoche 4. Güterwagen. Bahn-Expresswagen auf der linken Seite, die 66.00.055, dreiteiliges Sägespänenwagen, hier unterschiedliche Betriebsnummern, die 66.00.056, darunter ein Rungenwagen, die 77.685 mit authentischer Holznachbildung und hier ein Selbstentlage-Set, dreiteilig. 66.00.071. Darunter haben wir einen Schwenkdachwagen, Doppeleinheit, alles der ÖBB, Epoche 4 bis 6, die 76.022. Und die sind hier mit einer starren, mit einer lösbaren Deichselstar verbunden. Ein Staubsilowagen 66.00.052. Darunter findet sich ein Containertragwagen, der ÖBB 66.00.077 und links ein gedeckter Güterwagen 77.800. Wer nach Doppeltaschenwagen, Taschengelenkwagen T3000E sucht, der wird hier fündig. Da gibt es einige. Die Wagen sind aus Metallguss und hier haben wir zwei 45 Wechselbrücken mit 9 Rail Cargo Club Design Containern drauf. Darunter haben wir ein Kesselwagen-Set, dreiteilig. Was COSA-Aufschrift drauf. Teleskop-Haubenwagen auf der rechten Seite. Die 66.00.061. Wer Selbstentladewagen sucht,
Der wird hier auch fündig. 77.033. Dann kommen wir zum Containertragwagen hier mit zwei Containern drauf. Der SBB 77.346. Und rechts haben wir einen Silowagen, zweiteiliges Set mit der Aufschrift drauf, wie ihr seht, 66.00051. Und darunter kommen wir zu einem Taschenwagen T5 mit einem Schöni Auflieger drauf. Die 66.00065 passt ganz gut dazu. Dann haben wir ein dreiteiliges Kesselwagenset. 66.00091. Klar, mit unterschiedlichen Logos sieht man hier schon ganz gut drauf. Dann haben wir einen Schiebeplanwagen, der VTG 66.00089. Weiter unten haben wir jetzt hier Güterzugbegleitwagen, der CSD, einen gedeckten Güterwagen rechts davon, die 76.323 und links die 76.603. Darunter einen offenen Güterwagen, die 66.0004 und rechts auch nochmal mit Bremsehausen offenen Güterwagen, die 66.00084. Alles Epoche 4. Genauso hier. Aber das ist schon Epoche 6, der CS Cargo, ein Schwenkdachwagen. Feine Auftritte, Leitern und Bühnengeländer, 66.00078. Dann haben wir einen Schiebewandwagen, Epoche 6, 66.00095. Und einen Autotransportwagen, Epoche 5, 6. Die 76.555. Dann Deutsche Reichsbahn DAB Epoche 2, 66.00102, drei offene Güterwagen. Hier mit Bremsehaus auf der rechten Seite und die anderen beiden sind unterschiedliche Höhe. Darunter haben wir ein Rungenwagenset, dreiteilig, ein Wagen mit Stangenpuffer, zwei Wagen mit Speichenradsätzen. Die 66.00041. Sieht man eigentlich ganz gut hier die Speichenräder, hier geschlossener. Dann haben wir hier die 66.00038, einen gedeckten Güterwagen. Weiter geht es mit offenen Güterwagen, Deutsche Bahn, die 76289 und rechts, also links, ein zweiteiliges Set, auch wieder hier eins mit Handbremse, ein Wagen. Dann rechts die 66.00753. Dreier-Set offene Güterwagen. Zwei Wagen mit Kleidlager und einer mit Rollenlager. Sehr merkwürdig. Dann haben wir rechts eine Doppeltragwagen-Einheit. Also wenn ich jetzt von Weitem gucke, würde ich sagen, das sind ja ein paar... Nee, sind es nicht. Und zwar FKR-Behälter der Firma Birkel. 66.00053 und links haben wir einen Autotransportwagen Epoche 4. Alles übrigens die 76.456. Ein zweiteiliges Schwenkdachwagen Z gibt es hier. Epoche 5, die 77.036. Ein Wagen mehr gibt es hier für von den Schwenkdachwagen, die 77.053 mit verschiedenen Aufdrucken Quarzwerks. Dann haben wir Schwerlastwagen Dreierset. Beladen mit Stahlrollen übrigens, 76.002. Offene Güterwagen, ein Dreierset hier, der DR 66.00103 Epoche 4 mit typischen Pressblechtüren und runden Puffern. Schrott, Holz, Altreifen wurden unter anderem damit transportiert. Materialgroßwagen haben wir hier, der DR 76.316 und Autotransport. Ein vierteiliges Set, die 77.049. Dann Taschenwagen T5 Ascaso hier. Seht ihr hier die 66.00067. Berch AG. Das war jetzt was anderes. Das kommt da noch. Das von Berch AG. Mit zwei Containern drauf. Der
Spedition Bertsch. Dann haben wir hier LKW Walter, ein Auflieger auf dem Taschenwagen T5, die 660063. Aber schöne Details. Wenn ihr euch mal hier den Taschenwagen anguckt, dann seht ihr auch hier die schönen Details dazu. Dann haben wir den Doppeltaschengelenkwagen T3000E mit DHL Wechselpritschen drauf, die 760057. Dann wieder so ein Doppelgelenk T3000E Wagen mit einer anderen Farbgebung, wie ihr seht, beladen mit zwei LKW-Aufliegern der Spedition Interkombi. 660.00035, die Bestellnummer. Im Prinzip hier der gleiche Doppeltaschengelenkwagen, nur diesmal mit zwei 20 Zoll Containern und hier ein 45. Sagt man Zoll? Naja, also mindestens mit dem großen Container und hier zwei kleine Container drauf, die 660.00036 als Artikelnummer. Hier Spedition DSV, zwei LKW-Auflieger auf dem Doppeltaschengelenkwagen T3000E 660034. Dann haben wir einen Containertragwagen mit zwei Containern, die 77345, Epoche 6. Wie darunter auch der Schiebewandwagen mit Pangasbeschriftung, die 76487. Dann gibt es hier ein zweiteiliges Kesselwagen mit DHL Kerosin Express, also für den Express Epoche 6, die 76042. Hier ein Zweier-Set mit GATX darauf, die 76025. Darunter kommt KVG Aufschrift. Hier seht ihr das Kesselwagen zweiteiliges Set 77463 Epoche 6. Kommen wir hier weiter runter, noch gedeckte Güterwagen der SNCF, die 76602, rechts ein gedeckter Güterwagen, andere Farbgebung, die 76604. Darunter haben wir einen Schiebewandwagen, auf der rechten Seite die 77492 und links einen gedeckten Güterwagen 660097. Schon was ganz anderes vom Design wieder. Dann haben wir hier zwei Setrollen, Rolldachwagen 660082 und rechts einen gedeckten Güterwagen der Niederländischen Staatsbahn und mit Ausbesserungsflecken 76844. Dann folgten Zweierset mit Postwagen der Niederländischen Staatsbahn 660074. Wer auf der Suche ist nach einem Schiebewandwagen, der wird hier fündig, die 660081, fünfte Epoche, haben wir hier übrigens im Bild. Und von der Niederländischen Staatsbahn rechts DB LP Gas BV, Beschriftung 660086. Darunter sehen wir einen Schotterwagen, 660070 und links Natron Chemie, ein Kesselwagen. Hier, linker Hand, 660094. Dann folgt hier noch ein Schiebeplanwagen, Epoche 6, 660085. Und nochmal ein Doppeltaschengelenkwagen mit zwei LKWs der Spedition Hoffmann, die 660072. Dann haben wir einen gedeckten Güterwagen der polnischen Staatsbahn 660059 und rechts einen Schiebetransportwagen mit der 660060. Darunter folgen Kesselwagen, Containertragwagen und ein Zweierset Güterwagen hier der polnischen Bahn. Auch ganz interessant. 660017 der Kesselwagen, die 660058. Die offenen Güterwagen, das Zweierset, dann haben wir hier Containertragwagen 77347 und hier die 660096, Einschiebewandwagen, Doppeleinheit. Dreierset offene Güterwagen, hier 660100 mit P
KP Cargo Logo drauf. Und rechts ein Rumwagen Zweierset mit PKP Cargo Logo drauf. 66.000.99. Gehen wir weiter, haben wir einen Kesselwagen hier. Die 66.000.90 und rechts die 66.001 Green Cargo Schiebewandwagen. Epoche 6 übrigens hier alles. Darunter links hier 66.000.050 und auf der anderen Seite ein Schiebeplanwagen und rechts nochmal ein Dreierset offene Güterwagen 66.000.087. Und damit haben wir jetzt hier H0 beendet. Jetzt kommen wir zu H0E. Da kommt hier eine Dampflokomotive 399.01. Das war jetzt nicht der Preis, das war die Betriebsnummer. Der ÖBB, die 71.400.01. Der Pinzgauer Lokalbahn. Und das ist jetzt hier auch eine Sonderserie. Und darunter gibt es die Personenwagen noch passend dazu. Ein Fenster mit Übersetzfenster steht hier noch dazu. Die 62.400.01 für das Wagenset. Dann geht es hier weiter. Zweiteiliges Set Fahrradtransportwagen. Macht sich ja ganz gut. Viele wollen ja in die Berge und dann auch ihr Fahrrad mitnehmen. Die 66.400.03. Das passt ja ganz gut. Hier gibt es ein fünfteiliges Set. Diese Lokomotive 2095005-1 mit GMP. Epoche 5. 55.400.01. Lok mit Wappen Waldhofen an der YBBS. Spantenwagen mit Computernummern. Nicht verkehrt. Oder? Ötscherbär. E10 Ötscherbär, die Elektrolokomotive hier, die 75.400.02. Und passend dazu ein Dreierset der Ötscherbär, die 62.400.002. Mal im Bild. Ja, das war jetzt hier mal ein Überblick von Rocco gewesen. War doch ziemlich lang geworden, aber das sind die Neuheiten 2024, zumindest ein paar davon. Es wird mit Sicherheit in diesem Jahr noch einige geben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal. Und wenn ich in Dortmund bin, werde ich euch hoffentlich die Modelle direkt zeigen können. Bis zum nächsten Mal, euer Micah.